Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT Devisenradar am Donnerstag, 17. November. Die World of Trading startet heute schon mit der Pre-Conference, aber morgen, übermorgen geht es dann richtig zur Sache. Nochmal an dieser Stelle für alle, die rund um Frankfurt sind, beziehungsweise hier auch den Besuch der World of Trading in Frankfurt erstreben. Wir, JFT Brokers, wird auch vor Ort sein, mit einem Stand reichlich Inhalten und auf jeden Fall viel, viel Informationen. Insofern das als Info vorab. Wir heute hier allerdings wieder mit der Beschau auf den Währungsmarkt. Und ja, es könnte nicht spannender sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir eine sehr starke US-Dollar-Bewegung gesehen haben, eine starke US-Dollar-Aufwertung. Und das wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit näher anschauen, was es nämlich hier dann sozusagen mit dem US-Dollar als solches auf sich hat und insbesondere das dann auch wieder in den Kontext gebracht mit zwei Währungspaaren, hier der Euro als Major-Währung und auch der Australdollar kommt hier in einem ganz interessanten Bild daher. Da schauen wir mal zu Beginn hier auf den großen Dollar-Index, der hier den Außenwert in einem Währungskorb des US-Dollars darstellt gegenüber sechs Währungen und da können wir uns hier mal den Wochenchart anschauen. Und da wird sehr deutlich, was hier zurzeit angesagt ist. Die 100-Punkte-Marke steht zur Disposition. Dieses Level wurde hier im Jahr 2015 sozusagen touchiert. Letztlich scheiterte der Versuch auszubrechen. Das Ganze im Sinne eines Ausbruchsversuchs folgte dann nochmal zum Ende des Jahres 2015. Erneut gescheitert, kleine Top-Bildung. Der Markt schwappte, beziehungsweise US-Future, der Dollar-Future, schwappte wieder nach unten, hat sich aber hier im Bereich um 93,50 rund eben stabilisieren können und hat seither wieder mehr oder weniger eine Seitwärtsphase vollzogen, die unlängst jetzt hier insbesondere durch die US-Wahl starken Auftrieb erfuhr. Und jetzt geht es eben darum, wie gehen wir hier aus dem Weekly raus. Wenn wir über 100 Punkte schließen sollten und insbesondere auch hier ein Mehrjahreshoch markieren, dann wird das sehr, sehr spannend. Und Sie sehen hier die Projektion dieser Range, die wir hier dann doch schon seit Anfang 2015 gefahren haben. Diese nach oben und unten abgetragen, verspricht grundsätzliches Potenzial des US-Dollar-Indexes im Falle eines Ausbruchs. Und Sie sehen, der Pfeil zeigt aktuell nach oben und das würde bedeuten, dass wir hier durchaus nochmal eine starke Dollaraufwertung sehen dürften. Das heißt, was wir unlängst gesehen haben, könnte erst der Anfang von mehr sein. Und insofern mal spannend, wie das hier weitergeht. Ich zeige Ihnen mal den US-Dollar-Index im Blick des saisonalen Verhaltens. Da wird deutlich, dass wenn es zu einem Scheitern kommen sollte, also wir hier erneut an der 100-Punkte-Marke anstoßen und uns hier nach unten entwickeln, beziehungsweise vielmehr natürlich der Future, dann muss man ganz klar unterstellen, dass es im Sinne der negativen Saisonalität dann doch auch durchaus schnell wieder gen Süden gehen kann und diese große Range, die wohlbemerkt hier schon seit 2015 Bestand hat, ganz klar weiter fortgesetzt wird. Also diese Woche wird sehr, sehr spannend. Man will hoffen, dass es kein Fehlausbruch wird. Die Dollar stimmen, die Dollarbullen sind hier sehr, sehr optimistisch. Zinsanhebung im Dezember wird auch wieder ein Thema sein natürlich, weil ja durch Trump dann doch die Märkte in die eine oder andere Richtung gelaufen sind, was so praktisch nicht erwartet worden war. Ist wie gesagt ganz, ganz spannend, auch dass der Dollar entsprechende Stärke erfährt, obgleich natürlich hier mit einer Vergrößerung, Erhöhung der Staatsverschuldung zu rechnen ist. Oder davon man zumindest ausgehen darf, dass sicherlich hier die Schulden nicht weniger werden. Insofern ganz interessant, aber das wird im ganzen Kontext betrachtet und letztlich der Dollar hier mit starkem Rückenwind. Wie wirkt sich das jetzt auf? Wir schauen mal auf den Euro. Gehen wir direkt mal hier ins große Bild. Der Bias für den Euro ist eindeutig negativ. Mit dem neuen Tief, mit dem Ausbruch nach unten unter 1,10, unter 1,085, diese Supportlinie, hat der Euro jetzt auf jeden Fall Spielraum bis 1,05 zu laufen. Mögliche Erholungen dürften hier in Kürze eigentlich dann wieder gesettelt werden, insofern, dass der Markt hier umdreht. Also Erholung scheint meines Erachtens Short-Möglichkeiten. Wir haben hier einen etablierten Abwärtstrend auch seit Mai 2016. Der Widerstand 1,1450 ist massiv. Und insofern sollte es hier Erholungsimpulse geben, die in Richtung 1,085 laufen, dann muss man davon ausgehen, dass der Markt hier dann in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen wird und sozusagen die Tiefs hier aus Anfang 2015 ins Visier nimmt. Das mal die grobe Tendenz. Und wenn wir hier im großen Big Picture Chart den ganzen Preisverlauf ein Stück weit zusammenstauchen, dann sieht man auch hier sehr schön, dass wir einen übergeordneten Abwärtstrendkanal haben, der schon über Jahre Bestand hat und der dürfte sogar hier, insbesondere wenn der US-Dollar-Index nach oben auftritt, deutlich über die 100-Punkte-Marke dann hier in Richtung eines
läufigen Impuls beim Euro zur Parität führen. Das ist tatsächlich wieder ein Thema, insbesondere wenn wir hier eben die Tiefs von Anfang 2015 rausnehmen, hier unter 1,040 fallen, dann sind hier weitere 400 Pips gen Süden überhaupt kein Thema und dann könnte es sein, dass wir hier tatsächlich diese Parität hier touchieren. Wird spannend, Euro, US-Dollar also im großen Bild definitiv in Schieflage, sieht nicht gut aus. Kurzfristige Erholungen könnten hier allerdings eine Einladung sein, um da auf den möglichen Trend, der sich hier etabliert hat, aufzuspringen. Beim Aussie selbst sind wir hier in einer interessanten Situation im Sinne einer möglichen Gegenbewegung. Wir hatten das Währungspaar auf dem JFD-Devisenradar-Webinar besprochen und da sehen wir hier sehr, sehr schön, wie der Markt zum einen hier im Sinne des symmetrischen Dreiecks einen Fake vollzog. Also hier sieht man den Widerstand bei 0,7715 rund. Da gab es hier sehr, sehr schön vor der US-Wahl einen Ausbruch. Das hat im Prinzip dazu veranlasst oder hätte auch veranlassen können, dass wir hier im Prinzip schönes Momentum nach oben sehen. Im Sinne der Wahl, im Sinne der US-Dollar-Stärke gab es aber dann hier einen Fake-Ausbruch und der Markt kippte nach unten und verlor während der letzten Tage im Sinne der US-Dollar-Stärke massiv an Wert. Und jetzt notieren wir hier an diesem Unterstützungslevel. Ja, 1,07460 roundabout. Und genau von diesem Punkt ausgehend könnte es jetzt eine technische Gegenreaktion geben. Kurzfristig sehr, sehr interessant. Könnte sich natürlich auch beim Euro gegenüber dem US-Dollar sehr, sehr gut auswirken im Sinne einer kurzfristigen Gegenreaktion. Wie gesagt, die kann jederzeit einsetzen und wäre dann eine Einladung für einen möglichen Short. Beim Australdollar haben wir hier aber auch saisonal schönen Rückenwind. Und vom aktuellen Level, das ist ein ganz klares Supportniveau, stehen die Chancen mal gar nicht schlecht, dass der Preis hier nach oben ziehen kann. Und insofern erlaubt sich hier Erholungspotenzial, wenn es hier keine signifikanten Tiefs unterhalb von 0,74 gibt, also speziell auch schon hier unterhalb von 0,7440, den Tiefs hier vom September. Wenn wir da drüber bleiben, das Preisverhältnis sich sozusagen stabilisiert, dann stehen die Chancen grundsätzlich mal nicht verkehrt, dass es eigentlich eine technische Erholungsbewegung zumindest geben dürfte in dem Bereich 0,75, 0,76. Ob es für mehr langt, das muss man dann sehen. Theoretisch könnte es auch jetzt so eine Art Pullback kommen, um dann letztlich doch wieder gen Süden zu drehen. Aber die Möglichkeiten beim Australdollar, beim Aussie sind hier in diesem Fall durchaus gegeben. Gehen wir allerdings unter 0,74 oder nehmen auch hier die Tiefs vom Sommer raus, dann muss man ganz klar sagen, dann haben die Bären hier klar den Vorteil, dann dürfte es auch recht schnell in Richtung 0,72 und tiefer gehen. Dann ist auch die positive Saisonalität natürlich vom Tisch und dann dürfte man hier weiter fallende Notierungen erleben dürfen. Also ganz spannend, was wir hier sehen. US-Dollar-Index insbesondere, aber auch natürlich hier der Australdollar und auch der Euro im Kontext. Ich hoffe, ich kann ein paar Informationen vermitteln. Morgen natürlich sind wir auf der World of Trading. Insofern wird das Devisenradar nicht stattfinden. Wenn Sie vor Ort sind, wie gesagt, sind Sie herzlich eingeladen, bei uns am Stand vorbeizuschauen. Ansonsten hören wir uns spätestens kommenden Montag wieder. In diesem Sinne, in alter Frische, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.